Herzlich willkommen zu einem weiteren Käfungsvideo. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Leiter und Tritte. Wir möchten gerne eine Prüfung bzw. eine Wartung an einer Leiter durchführen und gehen dafür in das Projekt Bootsbaumeier. In dem Projekt selber haben wir hier als allererstes die Übersicht über unsere fälligen Mängel, Prüfungstermine, Kontrolltermine und dementsprechend auch DGUV-Termine, wo wir also die Leitern und Tritte dokumentieren können. Um zu sehen, zu welcher Leiter wir uns begeben müssen, gehen wir auf unsere Standorte, wo wir den Plan hinterlegt haben. Und hier sehen wir nun in Halle 2, dass wir hier einen Mangel auf dieser Leiter drauf haben, den wir also abarbeiten müssen. Um zu schauen, was wir für einen Mangel auf dieser Leiter haben, öffnen wir uns das Bauteil und gehen vorne auf die Einträge drauf und hier sehen wir schon direkt das, was wir abarbeiten müssen. Termine nicht eingehalten, das heißt Prüfungen, Wartungs- und Kontrolltermine sind nicht in Ordnung. Um die Termine einzuhalten bzw. abzuarbeiten, gehen wir hier weiter auf den Reiter Instandhaltung, wo wir schon sehen, dass wir hier seit einem Jahr nicht mehr diese Leiter geprüft haben. Um die Prüfung durchzuführen und vor allen Dingen auch so durchzuführen, dass sie jeder versteht, gehen wir hier weiter auf unser Formularmodul, in diesem wir über den Aktionsbutton das passende Formular zum Bereich Leitern und Tritte auswählen können. Leiter, Checkliste, Stehleiter, die öffne ich uns hier und jetzt bekommen wir hier unsere interaktive PDF-Datei heraus, die ich nun also mit dem Stift oder mit dem Finger während der Begehung bearbeiten kann. Um den Text hier ein bisschen zu überspringen, kann ich hier sagen, in welcher Abteilung wir unterwegs sind. Halle 2. Eine Inventarnummer könnte ich angeben, einen Hersteller der Leiter, meine Bezeichnung, Sprossenanzahl, Aufbewahrungsort und Werkstoff. Das müsste ich also einmal schnell hereinschreiben. Um jetzt einfach die Begehung durchzuführen, um auch zu gucken, dass die Leiter in Ordnung ist, kann ich hier nun also schnell anklicken, DS-Zeichen, ja, leserlich und vorhanden, nein. Wenn ich jetzt hier also auf Nein gehe, vergebe ich automatisch einen Mangel und sage hier, welche Maßnahme zu vergeben ist. Betriebsanleitung lesbar anfordern. Weiterhin in unserem Fragenkatalog frage ich jetzt hier Verbindung fest. Das ist in Ordnung. Um das Ganze ein wenig schneller durchzugehen, klicke ich uns jetzt hier die Checkliste also einmal durch. Hier vergeben wir nochmal einen Mangel, neu lackieren, um so im Endeffekt dem Ende der Checkliste näher zu kommen und zu sagen, ich möchte das Ganze speichern. Ich habe etwas vergessen, das sagt der K-Box hier auch. Das heißt, ich kann nie eine Frage überspringen. 8.1 muss ausgefüllt werden. Ich gehe das Ganze also hier weiter an, kann meine Unterschrift hinzufügen, bestätigen. Damit vergebe ich hier nun zwei Mängel, vergebe diese auch, sehe das, was ich also angegeben habe, in Form von einer PDF-Datei, die ich mir sofort ausdrucken lassen kann. Und somit habe ich hier meinen Prüfbericht für meine Checkliste fertig. Unter den Einträgen finde ich jetzt also hier meine angegebenen Mängel aus der Checkliste selber. Und hier sehe ich auch den Mangel von vorher, Termin nicht eingehalten. Das können wir nun korrigieren, indem wir hier mit dem Rechtsklick auf den Mangel selber draufgehen, sagen Status ist erledigt. Hier, wann das Ganze erledigt worden ist, das übernehmen wir. Dieser Mangel ist raus. Ich kann meinen Instandhaltungstermin auf durchgeführt setzen. Es ist wirklich geprüft und somit habe ich hier meinen Instandhaltungsverlauf und bin damit fertig mit der Prüfung der Leiter. Gehe aus dem Bauteil raus, kann mir meinen Plan aktualisieren und somit bin ich mit der Prüfung Leitern und Tritte fertig. Das war das K-Box-Video zum Thema DGUV, Leitern und Tritte. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie gerne an. Mein Name ist Mario Schulte. Sie finden mich im Vertrieb.
Skillbox.